Moin ihr Helden, wo war ich noch gar nicht, was eigentlich hier die Algarve ausmacht, genau, Strand, da werde ich jetzt mal hingehen und was könnte man gebrauchen für an den Strand, ein Handtuch, was ich natürlich nicht dabei habe, Holz, ey. Und naja gut, werde jetzt mal schauen, wie der hier so ist. Und ich bin ja noch vielleicht vorzeigbar und deswegen musste ich das jetzt schnell hinter mich bringen, dass ich nochmal ins Wasser komme und vielleicht da mal ein paar ganz coole Aufnahmen mache. Ja, und wie es dann ausschaut, werdet ihr jetzt gleich sehen. Scheint es hier auszusehen. Also es hört sich mal nach Wellen an. Okay, später mehr. Ich hoffe, man kann mich verstehen bei den fetten Wellen hier, aber ey, echt mal geil, mal wieder so ein bisschen, ja, am Meer zu sein, am Strand und die Wellen, die sind so geil. Jetzt kommt wieder eine, seid dabei. Ja, nicht umsonst ist Portugal totaler Spot zum Surfen. Ja, ich denke, man versteht mich eh nicht. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen im Wasser planschen. Macht's gut, haut rein.
Na mein, es ist wunderschön hier. Riesig am Horizont, die Wellen brechen. Ein Traum. Hab da legst du ihn nieder. Ja, ist echt mega cool, einfach da jetzt auf und ab zu gehen. Mega großer Strand hier. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ich werde jetzt mal gleich wieder Richtung heimwärts gehen. Also zu dem Hostel. Und eventuell fahre ich noch nach Sakrisch. Das ist so ein Nebenort. So, ich glaube, ich vermute sogar, das ist der südwestlichste Punkt Europas. Muss ich nochmal genau schauen oder ich schreibe es irgendwie unter das Video. Ja, und das war jetzt schon mal der Ausflug quasi zum Strand hin. Und da kommt vielleicht nochmal ein anderes Video, werden wir sehen. Okay, haut rein. Leute, zieht's euch rein. Die Strandpolizei hinter mir. Seht ihr die? Ich zoom mal ran. Da frage ich mich an diejenigen, die bei der Polizei arbeiten, die ich kenne, ob ihr das auch könnt und ob ihr den Pferdeschein machen dürft. Das würde mich mal interessieren. Ja, schreibt es mir doch in die Kommentare. Haut rein. Leute, ich habe neue Freunde gefunden. Eine Kuhherde. Wie geil ist denn das bitte? Hey! Voll süß. Und die machen gar nichts. Stehen einfach am Straßenrand. Ja, das wollte ich euch mal mitteilen oder zeigen. Der will das nicht so. Ah, noch kleine Babys. Da. Hey. Schon cool hier. Ja, das war's jetzt schon wieder mit dem Video am Strand und den freundlichen Vierbeiner. Ja, ich hab's wieder nicht geschafft, das Ganze zu beenden. Möchte das aber jetzt hiermit machen. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und gebt einen Daumen hoch, gebt einen Daumen runter. Beides absolut ausreichend. Und wie man sieht, sieht man da ein Gebäude. Und was es mit dem Gebäude auf sich hat, werdet ihr dann im nächsten Video sehen, was jetzt dann auch zeitnah kommt. Auf jeden Fall ist es schon nicht historisch, aber wobei im Inneren wird es schon historisch, aber die Gegend, die ist auch sehr spannend, aber ich will auch nicht zu viel verraten. Schaut es euch einfach im nächsten Video an. Was mir noch einfällt, wenn ihr schon überall mal da wart, wo ich auch war, oder wenn ihr noch gute Tipps habt, dann lasst es mich wissen. Würde mich auch mal interessieren, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt oder wo ihr zurzeit unterwegs seid auf der Welt. Weil gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es schwierig, irgendwie ein Land zu finden, was einfach entspannt ist. Also sagt Bescheid, schreibt mir unter die Kommentare. Bis zum nächsten Video.